Das sind im Prinzip, also prinzipiell habe ich gar nicht so viel Angst vor dem Austausch, beziehungsweise vor dem, was da passiert. Klar hört man immer mal wieder, da wurde jemand erschossen, weil er auf ein Grundstück kam, auf was er nicht durfte. Da wurde jemand angefahren, da ist jemand gestorben. Aber ich denke, wenn man sich mal vor Augen hält, wie viele Leute jetzt mittlerweile schon in die USA gefahren sind und viele Heile zurückkamen, gibt es keinen Grund zu bedenken.